Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator. Es ist mal wieder soweit. Wir sind wieder am Start. Wir sind auch in der neuen Woche. Ihr wisst Bescheid, immer noch alles vorproduziert. Ja, und wir truckern jetzt unseren Bagger auf Baustelle nachts, über Nacht schnell. Und danach fahren wir den Radlader und den Dumper, alles beide auf Achse auf Baustelle. Also wir laden davon nichts auf den Tieflader. Weil da sparen wir uns einfach zwei Fahrten. Würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Beim Dumper weiß ich nicht, ob es in Ordnung ist. Der ist doch ein bisschen breit und hoch. Aber wir fahren trotzdem auf Achse rüber. Ja, mit Bagger ist es ein bisschen schwierig. Deswegen nehmen wir den mit dem Tieflader auf. Die Raube steht noch draußen. Mit der haben wir ja in der letzten Folge den Oberboden abgetragen. Die kann dann auch noch ein bisschen unterstützen. Ja, das wird ein ordentlich tiefes Loch. Wir haben in der letzten Folge mal mit der Raube reingeschoben, wie tief wir runter müssen. Und ich weiß nicht, ob wir den Boden erreicht haben. Den Grund. Wir werden die ganze Woche durchbaggern. Also wir werden, jetzt wenn wir die Maschinen alle draußen haben, werden wir durchbaggern. Und dann können wir entscheiden, das könnt ihr in die Kommentare machen, ob wir den Rest in einem exklusiven Bausimulator-Stream weitermachen, den wir dann am Samstag machen würden, direkt. Das heißt, wir hätten Montag, Dienstag, Mittwoch Bausimulator und Samstag dann einen fetten Bausimulator-Stream, wo wir so viel wie es geht hier Erdarbeiten abschließen. Könnt ihr mal überlegen, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr da Lust drauf hättet. Oder ob wir einfach mit den Folgen durchprügeln sollen. Ups, jetzt haben wir noch Sand gesetzt. Aber richtig. Ja, machen wir es anders. Machen wir es so und laden den hier einfach ab. Ach, jetzt muss ich. Ja, wie das Falsche gedrückt, ne? Da müssen wir drücken. So. Bagheera steht auf Baustell und ja, oh, da ist schon echt mies breite Ketten, ne? Bam, 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 bam. Schön auf der so Hälfte Straße, Hälfte Ding. Arbeitslichter haben wir auch, ja. Und ganz kurz reinlangen, ob wir da schon ganz unten sind oder ob das noch tiefer geht. Wir haben noch kein Prozent aus dem einfachen Grund. Ja, das ist hier unsere maximale Grabtiefe und das Ganze ist angeböscht, ne? Eieieiei. Das wird auf jeden Fall noch lustig. Das wird echt viel Erde, die da bewegt werden muss. Müssen wir mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wie wir es machen. Jetzt stellen wir hier erstmal die ganzen Erdbaumaschinen dann hier ready her. Ich schätze fast, dass wir in die Folge nur kurz mal anfangen. Und dann die nächsten zwei Folgen da durchprügeln. Na, schauen wir mal. Lichter noch ausmachen. Genau. Den Tieflader stellen wir weg. Den werden wir irgendwo hier wieder auf den Gehsteig stellen. Und dann holen wir noch den Radlader und den Dümper. Ich hoffe, das schaffen wir alles in der Folge. Wäre auf jeden Fall ganz nice. So weit sind die Strecken ja auch nicht.
So. Fahren wir den Dümmer zuerst. Ich glaube, der hat keine Straßenzulassung, deswegen ist es besser, wenn wir das nachts machen. Und den Radar, den können wir dann mit später. Ah doch, naja, hat der Straßenzulassung. Ja, Blinker hat er, Rundumleuchter hat er, Licht hat er. Also, Abfahrt. Ja, Kamera können wir wechseln, ist in Ordnung. Baustelle ist markiert. Ja, gebe ihm Jalla Abfahrt. Ja, und dann den Radlader noch danach. Ja, es geht halt bis zur Geschwindigkeit, aber sparen wir uns den Rückweg mit dem Damm, mit dem, wie heißt das, mit dem Tieflader die ganze Zeit. Und so langsam sind sie jetzt auch, ne? Das ist ja 50. Fährt das Ding schon. Zack. Von 50 auf minus 2 beschleunigt er in unter einer Sekunde. So, also mit dem Dampfer oder was? Wir könnten höchstens, wenn wir sagen, okay, der Dampfer ist mir auf jeden Fall ein ganzes Stück zu wenig, dann würde ich den Sani-Dampfer in Miete noch zusätzlich auf die Baustelle holen. Das ist ja eigentlich so ein Tagebaukipper. Da geht ein ganzes Stück mehr rein, aber da müssen wir erstmal ein ordentliches Loch ausheben. Weil den können wir, glaube ich, schwer von derselben Bodenhöhe aus beladen, weil der doch ein ganzes Stück höher ist. Es könnte gehen, aber ich weiß es nicht, ob es geht. Deswegen machen wir das so, wie ich mir das denke. Fangen jetzt hier mal mit dem unserem Cat-Dump an und im Zweifel leihen wir uns halt noch den Sani-Dumper aus. Und wenn das auch nicht reicht, oder beziehungsweise können ja vorher auch noch den Scania-Kipper auf die Baustelle fahren, dann kriegen wir nochmal wegen mehr Boden auf einmal weg, weil dann müssen wir nicht so oft hin und her umsteigen. Wisst ihr, was ich meine, Freunde? Wisst ihr, was ich meine? Alter, das wird richtig knackig, ey. Das ist, glaube ich, das größte Loch, was wir je ausgebaggert haben. Selbst das bei der Raststätte damals war nicht so groß. Ja, wir haben hier große Maschinen, dann wirkt das alles schon ein ganzes Stück kleiner. Aber eine bunte Mischung an Marken haben wir jetzt hier, ne? Jetzt kommt noch ein JCB-Lader, dann haben wir alles. Alles, was wir da haben wollen. Sani-Kran, Liebherraube, Dosenbagger, JCB-Lader, Cat, Dümper und MAN. Schwerlaster. So. Dann haben wir den noch. Schauen wir, was der so auf dem Dacho bringt. F34, als ob der langsamer ist wie der Dumper. Der müsste ja eigentlich original 50 auf dem Dacho kriegen. Ja, 50 km/h Radar. Jetzt wäre der hier mit 35, was ist denn das? Was soll denn der Käse? Naja. Also wie gesagt, Freunde, schreibt rein, ob wir am Samstag im Stream baggern sollen. Dann, das wird ein eintöniger, wahrscheinlich langweiliger Stream, sei euch wie es ist. Aber wir sparen uns halt einiges an Zeit in den Folgen. Weil wenn nicht, wenn es halt lang und viele eintönige Folgen. Wir können uns auch darauf einigen, ob man offscreen ein bisschen was macht. Aber viel weil ich auch nicht schaffe offscreen. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, in den letzten 2-3 Wochen habe ich maximal 2-4 Stunden an einem Sonntag offscreen gezockt. Der Rest war alles on stream oder mit Aufnahme. Deswegen hole ich da auch nicht so viel raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, müssen wir mal gucken, also wie gesagt, die beste Lösung finde ich wäre ganz einfach zu sagen, okay, wir streamen nächsten Samstag oder diesen Samstag auf ganz entspannt, so lange wie wir Bock haben, baggern wir, danach können wir ja noch irgendwas anderes machen, ist ja auch kein Problem. Ihr wisst ja, wir sind jetzt wieder zurück auf YouTube und da sind die Projekte zu Hause, deswegen ist das alles in Ordnung. Ja. Tankwagen werden wir uns dann besorgen, wenn wir da brauchen. Das heißt, wenn die erste Baumaschine am Limit fährt. Ich schätze, es wird der Bagger werden. Ich denke, wir werden einiges baggern.
Und ein bisschen, also der Rauch, ich denke, Radlader werden wir gar nicht so krass brauchen. Aber wir nehmen dann trotzdem mal sicherheitshalber mit. So. Perfekto. Den stellen wir jetzt hier noch neben die Raube. Dann haben wir hier noch ein schönes Bild des Tages. Und dann kann's. Dann spulen wir vor auf morgen und dann geht's los. Spulen wir schnell vor auf morgen und dann geht's los. Goodie. So, zack, 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 die Bohne. Bohne, 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 Bohne mit Käse. Nee, macht gar keinen Sinn. Macht Bohne mit Käse Sinn? Ja, doch schon. So, schick. Schickes Bild und dann ab in den Kampf. Wir werden anfangen, unsere Probebohrung hier zu beseitigen. Ne, wir fangen da hinten einfach im Eck an, hätte ich gesagt. Stellen den Dammer gleich dahinter, dann los geht's. Dann werden wir den immer wieder schön entleeren. Und dann passt es. Der Bagger ist schon fast am Limit. Warum haben wir den eigentlich so abgestellt und nicht gedankt und alles Mögliche? So, bin gespannt, wann der erste Prozent kommt. Ob der noch in der Folge kommt. Also lass mal hier den Dümmer hier noch umpositionieren. Zack, da hört die Maschine. Das ist ein schicker Dumper, ich mag den. Es gibt ja noch den Bell Dumper. Den finde ich irgendwie nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wäre den Dosan Dumper gibt noch, den habe ich noch gar nicht benutzt. Und dann halt noch den Sani, aber das ist ja eher so ein Tagebau-Ding. So, erster Sportenstich, Freunde. Ah, das funktioniert schon richtig, weil ich habe mich schon festgefahren. So. Oha, Alter. Wir könnten höchstens bei der Baustelle wirklich mal zum Beispiel den Catbagger hierher bringen lassen von Zeppelin. Und schauen, ob der nicht doch größere Schaufel hat als der Dosa. Weil, ich meine, die sind gleich groß, aber es könnte natürlich sein, dass ich mich täusche. Und dann wäre es natürlich ein Schlamassel. Ein richtiges Schlamassel. Hier sind wir schon auf der Höhe, weil das ist natürlich eine Böschung, die wir da jetzt reinbaggern. In der nächsten Folge, Freunde, würde ich sagen, holen wir uns den Cat mal her und schauen, ob der was hermacht. Oder ob der genauso groß ist wie der Dosan. Das entscheiden wir. Das können wir uns dann anschauen, hätte ich gesagt. Er ist immer noch kein Prozentele. Eieieiei. Ich glaube, da sind wir noch eine ganze Weile beschäftigt, Alter. Aber gut. Ich wollte alles auf schwer spielen. Naja. Ist so, wie es ist, können wir nichts ändern. Das Leben ist nämlich kein Wunschkonzert. Auch hier nicht. Und wenn wir gleich sauber baggern, dass wir vielleicht dann zum Schluss solche Dinger sparen.
wo man dann nochmal 8 Kilometer hin und her muss. Also wir haben noch nicht mal 1%. Das ist, da seht ihr mal, was das für eine Riesenfläche ist, die wir da jetzt ausbaggern. Es gibt ja auch irgendwie einen Keller oder so, ein Untergeschoss. Das haben wir den 1%. Und die Folge ist zu Ende. Immerhin haben wir noch die Folge gemacht. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Nächste Folge werden wir uns den Catbagger mal hier herstellen und schauen, ob der irgendwas hermacht. Und ansonsten geht es mit dem Dosan die nächsten 800 Folgen weiter. Bis dahin, peace out. Ciao.